Herzlich willkommen in der Welt von Nothing But Nails. Ich bin Silviane Müller und ich habe jetzt heute ein Wunschvideo gemacht für die Josie. Die hat sich gewünscht, dass ich mal Silk-Technik arbeite. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe ewige Zeiten keine Silk-Technik mehr gemacht und habe mir erstmal aus meinen Kästen meine Silk-Technik-Tipps rausgesucht, die ich so im Laufe der Zeit gemacht habe. Es ist allerdings schon wirklich eine ganze Weile her. Und da haben wir also ganz viele verschiedene. Ich halte mal einfach mal welche hoch, guck nicht auf meinen Zeigefinger, der ist jetzt gerade ganz kurz, damit da nichts mit passiert. So, diese hier sind zum Beispiel aus der Kiste und dann haben wir uns gesagt, wir machen dieses. Und, warte mal, wo ist denn das Blümchen? So, und wir machen so ein Blümchen. Und die zwei kombinieren wir miteinander. So. Wenn man das so sieht, dann denkt man sich, es ist einfach nur Farbe drauf gemacht. Aber es fühlt sich die ganze Zeit, also es ist nicht versiegelt. Es ist mit Acryl, mit Pulverflüssigkeit gearbeitet. Ihr könnt das auf jede Modellage machen. Ich habe unter dieser Modellage Feilen ohne, Modellage ohne Feilen gearbeitet. Und dazu muss ich übrigens was sagen. Es hat mir jemand letztens unter ein Video geschrieben, das wäre eine Modellage. Und das ist ganz und gar keine Modellage. Die Katharina kommt alle 4 Wochen. Und sie bekommt alle 4 Wochen einen Refill. Und wir haben ja jetzt in letzter Zeit immer wieder ganz einfache, schnelle Refills gearbeitet mit Fullcover, mit Design, weiß ich gar nicht, haben wir Design gemacht? Nee, haben wir gar nicht, weil die im Moment auf sehr natürlich ist. Das hat sich aber heute geändert und ihr seht, wie die Modellage, die Altmodellage, wie die aussieht. Sie sagt, sie hat noch nie so toll haftende Nägel gehabt und es ist ja eigentlich eine ganz normale Modellage, da ist ja nicht weniger drauf oder mehr. Oder sonst was. Da ist gerade eine Fliege vorbeigeflogen. Okay, jetzt fliegt sie wieder raus. Und deswegen finde ich das einfach mal, ich würde einfach mal sagen, nachdenken. Weil es ist nicht weniger Material drauf als sonst. Und ich finde, es sieht toll aus. Und wenn ich der Meinung bin, ich muss da noch was feilen, dann feile ich natürlich noch. Aber heute habe ich mal ein bisschen weniger Material aufgetragen. Ich habe jetzt wieder mit Fiberglas die Modellage gearbeitet, habe dann darauf das Design gemacht. Das zeige ich euch jetzt. Ja, und so ist Katharina gekommen. Wahrscheinlich erinnert ihr euch noch an diese Modellage. Das war mit dem Bellissima. Und jetzt habe ich euch das Abtragen drin gelassen. Also erstmal Vorbereitung, dann mit dem Diamantstift. Erstmal die Hautschüppchen von der Nagelplatte entfernen, ganz vorsichtig. Den Fräser immer ganz flach halten. Und möglichst vorsichtig am Wall entlang, dass ihr nicht zu tief fräst und dann vielleicht tiefe Feuerränder damit entstehen. Also das darf nicht entstehen. Dann wechsle ich um auf den blauen Hartmetall und dann wird erstmal gekürzt. Schön vorsichtig, dass sie unten nicht an die Kuppe kommt. Und wenn ich die Grate vom Kürzen unten wegmache, auch vorsichtig sein. Ich meine, es ist ja so, der blaue Fräser hat ja eine glatte Stirnseite. Da kann jetzt nicht so viel passieren, aber heiß werden kann das schon. Also ihr müsst trotzdem vorsichtig sein. Und dann fräse ich nur die Farbe runter und schaue und vor allen Dingen nicht zu tief. Der Fräser muss absolut sicher in der Hand sein. Der darf euch nicht wegrutschen, sonst habt ihr da nämlich tiefe Kerben drin. Also kürzen, unten drunter, dann die Farbe vorsichtig runter und immer schön gleichmäßig, keine Kanten reinmachen.
Und nur wenn dann kleine Liftings entstehen, dann ganz, ganz vorsichtig vor dem Lifting fräsen ohne Druck. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr immer ohne Druck arbeitet. Und dann wechseln wir gleich um auf den nächsten Fräser. Wer sich übrigens für meine Staubabsaugung interessiert, ich habe auch ein Video über meine Staubabsaugung. Das ist nämlich ein Staubsauger. So, jetzt wechsle ich um auf den Hartmetallfräser Kegel mit der runden Spitze. Und damit mache ich die Feinarbeiten. Also alles, was jetzt an Liftings am Rand, eventuell noch Farbe, die sich am Rand befindet, die ich mit dem Blauen nicht weggemacht habe. Wenn ich mit der Spitze von diesem Kegel arbeite, dann, wenn ich natürlich ganz, ganz vorsichtig bin, dann kann ich die Reste von der Farbe runterholen, ohne dass ich auf dem Naturnagel fräse. Also wirklich ganz, ganz vorsichtig. Dann wechsle ich um auf den Diamantzylinder. Hier habe ich jetzt den langen genommen. Ihr habt die Wahl zwischen drei verschiedenen. Zwei kurze, einmal mit glatter, einmal mit diamantener Stirnseite und den langen Zylinder. Der hat eine diamantene Stirnseite. Hier müsst ihr auch sehr vorsichtig sein, wenn ihr unter dem Nagel fräst, dass ihr nicht in den Finger fräst. Oben an der Kante entlang, und wenn ich das so ein bisschen seitlich ziehe, dann kann ich die Haut, die sich am Wall oben befindet, die kann ich damit auch noch ein bisschen nach oben hinwegschieben. Ja, jetzt feile ich meinen Nagel fertig in Form. Also komplett so, wie er hinterher aussehen soll. Also die Form komplett fertig. Ich meine, das Thema heißt ja eigentlich Modellage ohne Feilen. Ja, aber ohne die Form zu feilen geht es ja gar nicht. Und ohne die Oberfläche schön glatt zu feilen. Das ist natürlich, ich meine, so kann man kann das sehen, wie man will. Jetzt komplett ohne Feilen geht ja gar nicht. Aber ich feile gleich nach der Modellage nicht mehr. Doch, ein bisschen. Aber also ganz, ganz unwesentlich. Darf man eigentlich gar nicht so nennen. Ich möchte natürlich überhaupt keine Mini-Liftings sehen, sondern ich möchte, dass der ganze Nagel komplett ganz, ganz sauber ist. Das ist quasi ein Finish-Filing vor der Modellage. Dann habe ich wieder meinen Prep in der Flasche. Den gibt es auch in der Pinselflasche. Und jetzt trage ich erstmal den Bonder auf. Dazu nehme ich meinen Mystical, der Mystical 6. Das ist mein Gelpinsel, mit dem ich alle meine Modellagen mache. Und damit trage ich jetzt ganz dünn die Haftschicht auf. Wichtig, Haftschicht muss immer ganz dünn aufgetragen werden, damit die Klebkraft, also die Adhäsion, gut funktioniert. Adhäsion heißt Klebkraft. Kohäsion heißt innere Festigkeit. Also dünnes Gel
Adhäsion, dickeres Modelliergel, Kohäsion. Das kann ich an allen 5 Fingern gleichzeitig machen und dann härte ich 30 Sekunden aus. Jetzt habe ich den Mystical 6 und den 3D-Gel-Pinsel in Lang. Das ist ein Kunsthaarpinsel. Sieht eigentlich aus wie der Schlepper, den wir haben, der Malschlepper, der aus Naturhaar ist, aber dieser hier ist aus Kunsthaar. Und damit mache ich ja eigentlich so 3D-Schnörkel und sowas. Und damit kann man super die Farbe gleich verteilen. Also erstmal eine Kontaktschicht, dann trage ich die Modellierschicht auf. Und jetzt sieht man eigentlich schon im Vergleich zu dem Video davor, ich habe viel, viel weniger aufgetragen und das verteile ich jetzt mit dem langen Schlepper. Und wenn das dann so weit modelliert ist, wenn das so verteilt ist, dass ich der Meinung bin, dass es jetzt perfekt ist, das kann schon mal 1-2 Minuten dauern, aber dann härte ich es an und nehme direkt den nächsten Finger. Ich kann mir alle Zeit der Welt lassen, weil ich ja gleich keine Arbeit mehr habe. So, wenn ich das bei allen gemacht habe, ich mache das immer im Wechsel, einer im Wechsel, dann wird die Schwitzschicht entfernt. Und dann gehe ich nochmal an der Form entlang und dann feile ich nur noch oben die Kante, weil ich die, ne, so jetzt einmal an der Form entlang. Und oben an der Kante und dann buffere ich. Und ihr habt ja gesehen bei der Vorbereitung, dass ich noch die Haut noch gar nicht bearbeitet hatte. Ich habe ja nur mit dem Fräser die Haut zurückgeschoben und jetzt gehe ich mit meiner Diamantkugel einmal oben über die Ränder und schneide das ab, was ich abschneiden will und dann gehe ich nochmal mit dem Buffer drüber und dann bin ich fertig. Ja, wenn der Pingel natürlich irgendwas gefunden hat, dann muss er dann nochmal drüber gehen. War klar.
Ich habe noch eine kleine Diamantkugel, mit der kann ich ganz, ganz feine Feinheiten noch wegnehmen. Also die so ganz nah, also an mir selbst liebe ich die, weil ich da viel besser, wenn ich mich selbst nagel, weil ich da viel besser mit in die Ecken komme. Und bei Katharina ist das auch wichtig, dass ich das mache. So, jetzt nochmal den Feinschliff und dann bin ich fertig. So, und hier seht ihr jetzt die Farben, die Color Powder Farben, die ich benutzt habe für diese quasi Silk-Versiegelung. Also ich habe keinen Versiegler aufgetragen, sondern ich habe mit Pulverflüssigkeit die Farben direkt auf den Nagel aufgetragen. Und dieses Video werdet ihr jetzt, oder beziehungsweise den Rest, den ich jetzt euch hier zeige, der wird relativ schnell vonstatten gehen. Also es ist quasi so ein Anfüttern fürs nächste Mal. Ich werde euch beim nächsten Mal ganz, ganz explizit nur das Auftragen der Farben zeigen. Das Ganze ging jetzt hier ein bisschen schneller, damit ihr auch Bock habt, euch das nächste Video anzugucken, wo ich das Ganze dann viel, viel langsamer mache. Also ich nehme die Farben relativ flüssig auf, verteile sie auf dem Nagel und zwar sehr zügig. Also es muss wirklich zügig sein. Und ich habe mehrere Pinsel dafür genommen. Das hier ist zum Beispiel ein Acrylic Design, der nur für Pulverflüssigkeit ist. Dann habt ihr eben einen kleinen, den 6er Passion gesehen. Und das ist jetzt hier wieder der Acrylic Design. Also ihr könnt viele verschiedene Pinsel ausprobieren. Es sollten auf jeden Fall Naturhaarpinsel sein, keine Kunsthaar. Ich habe für 3D eigentlich den Great Vision 4 und 6 und ich arbeite eigentlich meine 3D-Blümchen am liebsten mit dem Great Vision 6. Den habe ich jetzt hier auch genommen, aber für die Silk-Technik finde ich eigentlich den Acrylic Design besser und für die quasi Silk-Versiegelung finde ich auf jeden Fall den 6er Passion besser. Aber das muss jeder für sich selber herausfinden, wie er das macht. Ich habe euch auf jeden Fall hier mehrere Varianten gezeigt. Von den Farben her solltet ihr eigentlich immer Farben nehmen, die so ein bisschen zusammenpassen. Und wenn ihr Verläufe ineinander machen wollt, dann sollte das Material immer feucht in feucht gearbeitet werden. Und wenn ihr absetzen wollt, also wenn ihr harte Linien haben wollt, dann solltet ihr die Farben vorher erstmal trocknen lassen. Und deswegen mache ich bei manchen Fingern erst nur den einen Finger und dann den anderen Finger, damit das schon mal trocknen kann und dann den nächsten. Hier habe ich jetzt zum Beispiel das vorher antrocknen lassen und habe jetzt mit Black Sabbath diese Abgrenzungen gearbeitet. Und ganz zum Schluss habe ich dann nochmal mit One Stroke Farbe, also das ist Acrylfarbe auf Wasserbasis und die habe ich im Bastelladen gekauft. Meine ist von System 3 und habe damit dann die Konturen gearbeitet. Ja, und jetzt habe ich nur einen einzigen Finger, den habe ich mit einer Blume versehen und dafür habe ich jetzt den Acrylic Design 6 genommen. Da nehme ich eigentlich ein Bällchen auf, wie ich das auch beim normalen Acryl 3D arbeite und ich mache aber bei der Silk Technik die Farben ineinander. Also ich trage das erste Bällchen auf, dann das zweite und dann nehme ich immer wieder andere Farben, heller oder dunkler, und setze die in die vorhandenen Farben. Ich habe auch festgestellt, während ich das gearbeitet habe, oh, ich hätte mich vielleicht mal so ein bisschen einblübeln sollen. Also es ist wirklich, wenn man ganz lange etwas nicht gemacht hat, dann dauert es ziemlich lange, bis man da so wieder drin ist.
Und ihr müsst natürlich möglichst zügig arbeiten, damit das Ganze euch nicht wegtrocknet. Hier seht ihr jetzt die Acrylfarbe, die ich jetzt mit dem Nail Art Pinsel Nummer 0 mit einem Naturhaar ganz, ganz, ganz fein auftrage. Da das eine Acrylfarbe ist, und zwar keine Wasserfarbe, und die durchhärtet, braucht ihr die weder versiegeln noch sonst irgendwas damit machen. Also die bleibt einfach so auf dem Acryl drauf, auf dem Farbacryl. Und ich bin ja mal gespannt, was Katharina mir das nächste Mal sagt, wie sie damit so klargekommen ist, weil das ist ja schon vom Gefühl her so ein bisschen komisch. Ja, und jetzt beim nächsten Mal werde ich euch das Design ganz, ganz langsam und ganz ohne Schnelllauf zeigen, damit ihr ganz genau seht, wie ich das gemacht habe. Ich habe auch alles aufgenommen und jetzt freue ich mich, wenn es euch gefallen hat. Und gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir viel in die Kommentare. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss!